muss bleiben. Meine Augen können den Anblick nicht vergessen, Jarl. Ja. Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn. Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du? Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling, dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer, womöglich ein Heer. Doch das hält mich nicht auf. Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, hä? Am besten zeigst du es mir. Eine Schüssel zur Herstellung des Berserkertrunks. Riecht nach Pisse und Tollkirsche. Die Skalden sagen, Björn trug dich in die Schlacht, als du noch ein Junges warst. Zog dich auf, wie man ein Kind aufziehen würde. Deine Lieblingsblumen? Das ist aber kein Futter, Njal. Erinnert mich an den Sommer in Nordwege. Wir hatten solche Felder unweit von Hemigs Halle. Ich verstehe, warum Björn dich gern in seiner Nähe hat. Willst du etwas Fisch? Hier. Es geht doch nichts über frischen Fisch. Frisst dich satt, meine Gute. Auf den Weg! Bleib standhaft! Du hörst mir! Das wird uns nicht verlassen! Diese Männer haben euch gesucht, ja. Björn könnte auch in Schwierigkeiten sein.
Du hast einen starken Kriegsarm, Rabenhind. Diese Männer waren nicht nur auf den Ruhm aus, einen großen Berserker zu besiegen. Nein, das waren Gefolgsleute des mercischen Ätherlings, meines Todfeindes, des Mörders meiner Frau. Wie starb deine Frau? Berühmtheit hat zwei Gesichter, Eivor von den Raben. In Nordwege ersehnten viele junge Tane den Ruhm, mich zu töten. Sie starben. Ich wurde des Tötens müde. Alfred und ich kamen für einen Neuanfang hierher. Für ein ruhiges Leben. Doch dein Ruf segelte dir voraus. Dieser mercische Ätheling erfuhr von deinen Taten und wollte sich mit deinem Blut schmücken. Du hast recht. Nur wollte er, dass ich vorher den Berserkertrank zu mir nahm. Als ich mich weigerte, befahl er es, bot Gold, verspottete mich sogar. Dann erhängte er sie. Alfred. Deine Blutfehde ist gerechtfertigt. Doch wenn es etwas ist, das du allein tun musst... Nein, du hast recht. Ich will nicht im Kampf sterben, sondern in dem Wissen, dass meine Frau gerecht wurde. Ich will diesen Mann töten. Hilf mir. Sag mir, was du brauchst. Tollkirschen. Das ist die letzte Zauberzutat für meinen Berserkertrunk. Sollst du haben. Und wenn alles vorbei ist, gehört dem Rabenclan deine Axt, hoffe ich. Wenn du die Tollkirschen findest, bring sie mir unter den Galgenbaum südlich von Beodritches Wort. Tollkirschen wachsen häufig bei Friedhöfen und die Sachsen legen ihre Friedhöfe rund um ihre Kirchen an. Tollkirschen wachsen auf Friedhöfen. Davon gibt es im christlichen Englerland mehr als genug.